Yo Leute, es ist Halbzeit hier bei Slideswipe Band of Thieves, denn Episode 5 steht an. Leider ist uns auch die Comtesse entwischt, aber wenigstens haben wir Murray befreien können und die Gang ist wieder vollständig. Sie sind wieder vereint und jetzt starten wir Episode 5 mit Naylors fiesem Face und dem Namen Ein verworrenes Netz. Ja, das passt jetzt zur Comtesse, ist ja auch so eine Spinne. Ja, die ist einfach mit so einem Zeppelin abgehauen. Unglaublich, es kam überhaupt nicht zu einem Kampf, nur so eine kleine Verfolgung oben auf den Gefängnismann und dann ist der einfach mal abgehauen. Na gut, ich bin schon sehr gespannt, was uns hier so erwarten wird. Vor allem wo. Auf geht's. Zeit für ein klein wenig Rache. Die Comtesse, die uns im Gefängnis entkommen war, versteckt sich in ihrem Schloss. Das ist ein gut befestigter gotischer Albtraum, der jeden Dieb in die Flucht jagen würde. Abschreckend oder nicht, wir gehen dorthin. Wir haben jedoch herausgefunden, dass die Comtesse, die bis vor kurzem ein geheimes Mitglied der Claw-Gang war, im Besitz von Clockworks Augen ist. Das Buch des Meisterdiebs erzählt, dass die Augen seine Gegner durch ihren Blick bannen konnten. Man muss kein Genie sein, um sich auszudenken, was ein anerkannter Hypnotiseur mit solch mächtigen Artefakten anstellen kann. Die Neuigkeit der korrupten Comtesse hat sich bis zu Interpol herumgesprochen. Constable Nila, die am nächsten an dem Fall dran war, bekam die finanziellen Mittel, um eine Armee von lokalen Söldnern anzuheuern. Offenbar ziehen wir in einen regelrechten Krieg. Aber wir müssen jetzt handeln, bevor es noch schlimmer wird. So, wir sind also immer noch in Prag, es gibt aber wieder neue Flaschen, ich sehe da hinten im Hintergrund schon eine, die hat also echt noch ein Schloss, hätte ich mir ja irgendwie denken können. So, was gibt es eigentlich für neue Geräte? Ah ja, so den Adrenalinstoß gab es ja vorher auch schon, den habe ich mir dann aber nicht mehr gekauft, ging sich auch nicht mehr aus. Und da gibt es hier den Gesundheitsextraktor. Fange Wachen und gewinne Medizin aus ihnen. 1050. Für 1150 rasender Inferno-Flop. Erzeuge mit jedem Bauchflop einen Flammenvorhang. Oh, voll krass. Und für Sly den Paragleiter. Fliege mit dem schnell bereiten Paragleiter durch die Luft. Na, das hört sich cool an. Wisst ihr was, das kaufe ich mir gleich mal. Das kann ich mir nämlich leisten. Das hört sich echt cool an. So. Okay, gut. Na dann würde ich sagen, Sly, das ist sowieso im Moment der Einzige, der wieder verfügbar ist. Alter, wie das da hinten aussieht, das ist, da kommst du dir vor wie in Transsilvanien. Mit diesen Schlössern und so, und so Fledermäusen und Werwölfen und allem drum und dran. Na gut, dann soll es jetzt losgehen. Natürlich bei Vollmond, ist doch klar. Vorhin so ein blutroter Vollmond, da hinten ist sogar der Zeppelin, mit dem die Comtesse abgehauen ist, wenn das derselbe ist. Aber ich schätze mal, ja. Ja, natürlich muss es noch regnen wieder, so richtig schönes Sauwetter. Ah, das macht uns doch nichts aus. Ui, na klar, jetzt fahren hier auch noch richtig viele Panzer rum, natürlich. Anstatt, dass es wieder solche Geier sind, nee. Gleich mal richtige Panzer, natürlich. Die uns gleich über den Haufen schießen, wenn die uns sehen. Die werde ich mit dem Stock nicht zerstören können. So, da wäre gleich mal eine Flasche, aber ich will mir erstmal anhören, was ich überhaupt machen muss. Okay, hier ist der Plan. Mach zuerst ein paar Aufklärungsfotos vom Gebiet. Und dann mach dich auf den Weg zum Umerziehungsturm. Sieht einladend aus. Oh, und bleib weg von den Panzern. Weißt du, sonst machen sie Hackfleisch aus dir. So, Foto machen vom Boot, vom Zeppelin, vom Arsenal der Comtesse und von Naylors Hauptquartier. Muss ich aber wohl überall etwas näher ran, wie es scheint. Nicht gerade von hier.
keine Zielmarkierung. Ich denke, mach Fotos und betrete den Turm. Oder ist das jetzt der Turm? Ich kenne mich schon überhaupt nicht mehr aus. Das jetzt schon. Die Comtesse schickt diese Boote auf Patrouille gegen Nilas Armee. Vielleicht können wir sie als Taxi benutzen. Naja, das kann schon sein. So, da hinten ist jetzt eben dieser Zeppelin. Der lässt sich aber irgendwie nicht richtig fotografieren. Vielleicht, weil er zu weit weg ist. Da ist so ein Panzer. Sehr komisch. Wie geht das nicht? Das ist der Zeppelin, mit dem die Comtesse aus dem Gefängnis entkommen ist. Vielleicht können wir ihn bei all diesen hohen Türmen zu unserem Vorteil nutzen. Okay, ist also doch der Zeppelin, mit dem sie abgehauen ist in der letzten Episode. Ja, es scheint so zu sein, dass wenn das zu weit weg ist, dass ich es erst gar nicht fokussieren kann. Nur das da verstehe ich halt nicht wirklich, warum das nicht geht. Das kann ich gar nicht fotografieren. So, ich sollte mir vielleicht doch mal schon anfangen, hier wieder Flaschen zu sammeln. Weil das letzte, was ich bekommen habe als Upgrade für den Tresor, für die 30 Flaschen in der vierten Episode, das war ein Upgrade, was ich gar nicht ausrüsten muss. Das war einfach nur ein Weitwurf. Kann ich einfach eine Scheibe jetzt mit Sly weiter werfen, wenn er das dann mal machen muss. Weil hier unter Select, wie gesagt, ist das nicht drin. Ne? Aber hier haben wir jetzt eben den Paragleiter. Im Sprung R1 drücken, um den Paragleiter einzusetzen. Okay. Warte mal, das geht automatisch? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Hey, wie geil! Das ist immer super! Ha! Cool! Also das hat sich sicher gelohnt, wenn ich da mal irgendwo eine etwas größere Entfernung überbrücken muss. Und vor allem teuer war das auch. Irgendwie sind ja wirklich Slice-Upgrades immer die, also Power-Ups immer die günstigsten. So, wir haben noch eine Flasche. Okay, euch gibt es also doch auch wieder. Hätte ich mehr denken können. Nur Panzer ist ein bisschen fade. Ah, goldene Taschenuhr. Und jetzt kannst du auch schmerzhaft sterben. So, aufs Kreuz gelegt. Da hinten bewegt sich jetzt noch was. Das ist jetzt aber wohl einer dieser Panzer, den ich fotografieren muss. Hier voll so Autos. So, da. Da und dort. Oh Gott, ich mache die Stadt am besten gleich kaputt, bevor die wieder lebendig werden. Ja, seht ihr, genau das habe ich gemeint, aber der ist schon abgestürzt, was für ein Trottel. So, hier kann ich rauf. Alter, wie das da aussieht. So, und Blitzschlag. Hier konnte überhaupt nichts machen. Aha, ich muss den... Wo ist er denn jetzt? Den einen Panzer muss ich fotografieren. Die Comtesse ist bereit für einen Krieg. Zu unserem Glück. Ja, dann machen die sich hoffentlich selber kaputt. Aber finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig. Ich dachte, Nayla ist auch Mitglied der Claw-Gang, aber warum will sie dann die Comtesse ausschalten? Oder soll das nur ein Vorwand sein, dass das uns irgendwie ablenken soll? Ich bin mir da, ich kenne mich nämlich jetzt hier so jetzt nicht mehr wirklich aus. Jetzt bin ich da ein bisschen verwirrt. Ah! Ich wollte hier gar nicht runterfallen. Na, Moment, dann beklaue ich eben den blöden Vogel hier. Hehe, goldene Medaille. So, ihr habt doch alle keine Chance. Weil lästig sei er trotzdem. Und zwar so richtig. So, hoffentlich finde ich in der Episode die Flaschen etwas flotter als in der letzten. Da hat mir natürlich wieder einmal, und ah, das ist sicher später wichtig, hat mir natürlich wieder einmal genau eine Flasche gefehlt gehabt, die ich dann erst im darauffolgenden Parts holen konnte.
Aber ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es mir hier vielleicht gar nicht anders ergehen wird, eventuell. Weil irgendwie habe ich immer das Talent. Ich habe immer das Talent, dass mir irgendwie am Ende immer genau eine einzige Flasche überbleibt, die ich noch nicht finden kann. Naja, so, da haben wir auch noch eine. Aber wie gesagt, bisher habe ich ja dann doch noch alle gefunden, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, aber Hauptsache ich habe die alle. Scheiß Fledermaus! Zack, der macht immer so einen Ultraschallangriff und ruft dann Verstärkung. Das kann ich ja gar nicht leiden. So, ich verstehe nur nicht, warum ich das hier nicht fotografieren kann. Oder war das jetzt schon alles? Wenn ich jetzt hier nochmal... Hier steht aber, mach Fotos, betrete die zum Erkennen deinen Feind. Das muss doch eigentlich dann das Blaue da sein. Oder muss ich sogar da reingehen und dann knipsen? Das kann nämlich auch sein, weil irgendwie, das ergibt sonst keinen Sinn. Abgestürzt. Oh, na, das hätte ich jetzt mal besser nicht gemacht. Wisst ihr doch nicht, dass das explodiert? Was war denn da drin? Benzin? Also das... Nee, Benzin explodiert doch nicht bei Erschütterung. Also nicht unbedingt, sondern eher bei Feuer. Ja, ist klar. Wo wollt ihr denn jetzt alle hin? Jetzt geht euch doch mal alle... Okay, ich hau ab. Das war jetzt knapp. So, da unten sind wieder diese komischen Boote. So, Schnauze. Wie die einfach... Die mich einfach nicht in Ruhe lassen wollen. Hilfe, nein. Ich bleib hier unten. Aber natürlich kommen die auch nicht hier runter. Und zack. So, na seht mal, gut, dass ich hier unten bin, weil hier hätte ich sonst diese Flasche nicht gefunden. Sehr schön. So, das Boot kann ich ja schon mal als Transportmittel benutzen. Obwohl es jetzt nicht gerade wahnsinnig schnell ist. Aber macht ja nichts. So, jetzt bin ich nämlich hier. Die starten noch einfach wieder neu kommen. Wer baut denn die hier neu? So, abgestürzt, was für ein Trottel. Gesundheit konnte ich eh gerade gut brauchen. Kann ich eigentlich die Autos wieder demolieren? Na klar! Yeah. Voll Vandalismus hier. Ich hoffe, die sind gut versichert. Ja, aber diesen Gleiter, den finde ich schon richtig nice. Natürlich macht es jetzt nur Sinn, wenn ich von wo hoch oben runterspringe. Was denn hier so alles Cooles eingefallen ist, das gab es im ersten Teil alles nicht. Ich meine, da hat es leider andere Techniken drauf, die hier irgendwie größtenteils auch gar nicht mehr kann. Aber trotzdem, so hier zum Beispiel. Hm, naja, aber wirklich die Höhe kann ich jetzt nicht wirklich beeinflussen. So, schon die 8. Flasche. Ja, ich muss hier glaube ich rein, weil geht gar nicht anders. Obwohl, nee. Ah, Hilfe! Vielleicht von hier oben? So, ne, irgendwie... Okay, da ist noch eine Flasche da drüben. Wie komme ich denn da hin? Eigenartig. Komme ich jetzt gerade gar nicht ran. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Es heißt, ich soll... hier ein Foto machen, aber es geht ja gar nicht mal. Das wird mir ja gar nicht mal angeboten. Nur muss ich direkt davor stehen. Das kann ja jetzt auch nicht sein. Mila hat aus der alten Bank ein Hauptquartier gemacht. Ist eine ziemlich sichere Stellung. Wird nicht leicht sein, sie da rauszutreiben. Okay, Sly. Geh zum Umerziehungsturm. Ich schätze, dort finden wir Clockworks auch. Na gut, der ist jetzt dort hinten, irgendwie so. Der Umerziehungsturm vor allem, was ist denn das für ein komischer Name? Ah, da haben wir auch noch eine Bottle. Upp, Vorsicht. So, warte, ich will aber irgendwie... Wie komme ich denn... Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh, also hier geht's rauf, na eben. Moment, hier ist auch noch eine. Nicht übersehen.
Zack. Na, ich habe jetzt schon 10. Kommt mir vor, es ging das hier ein bisschen flott, aber das muss nichts heißen. Fehlen ja immer noch 20. Weil wie die Panzer jetzt hier ein blaues Licht haben. In der vorigen Episode hatten die ein rotes Licht. Das hat viel bedrohlicher ausgesehen. So. Ja, vielleicht, weil das jetzt die von Naylor sind und nicht von der Comtesse, aber ist doch egal. So, ja, jetzt komme ich hier diese Flasche ran und zack, Nummer 11. Der Umerziehungsturm, ne, da möchte man gar nicht vorstellen, was da abgeht. Weil schon schlimm genug, was sie mit dem armen Murray angestellt hat. Der wurde ja gezwungen, Spice zu essen und dann ist er komplett durchgedreht, aber das ist ja zum Glück schon wieder vorbei. So, 12. Flasche gefunden. Der Gleiter ist echt praktisch. Da kann ich offenbar jetzt nicht hier... Ja, ich kann... Okay, ich kann das ein bisschen steuern mit langsam und schnell, aber Höhe lässt sich natürlich nicht beeinflussen. Da bin ich immer noch an die Schwerkraft gebunden. Boah. Oder an irgendwelche dämlichen Suchscheinwerfer. So. Was ist hier los? Ach so. Ups. Wups. Hä? Was war das? Was war das? Gar nichts. Ja, wie der mich auch nicht sieht. Ich glaube, die sind alle kurzsichtig. Dabei macht man sich über sowas doch gar nicht lustig. Kurzsichtigkeit ist nicht lustig. Und du siehst dafür ganz schön dämlich aus, wenn du besiegt wirst im Herz. Ja. Da müssen wir irgendwie vielleicht auch nochmal rein. Da sind zwei Schlösser dran. Ich hätte echt nicht gedacht. Ah, seht ihr, der hätte das wieder ein rotes Licht. Ich glaube, die roten sind die Panzer der Comtesse und die blauen sind die von Naylor. Wegen blaulichen Polizei oder irgendwie so. Interpol dürfte noch nicht geschnallt haben, dass sie eine Verräterin ist. Das ist ja das Fiese. Ich habe irgendwie das Gefühl, die spielt hier ihr eigenes schmutziges Spielchen. Aber fragt sich nur, warum. Naja, wird sich sicher schon noch alles aufklären. Wäre ja auch langweilig, wenn man sofort alles wüsste. Verdammt, Mann, wie... Wie komme ich denn da jetzt hin? Geht ja gar nicht. Warum ist hier oben so ein komischer... Ich verstehe es nicht. Geht irgendwie gar nicht, dass ich das da benutzen kann. Aber hier hängen doch diese Haken. So, wo ist denn jetzt dieser blöde Turm? Keine Ahnung, ich sehe den gerade gar nicht. Der Turm ist... nicht offenbar, weil es hier so viele Türme gibt. Ich höre eine Flasche. Und zwar... hier oben auf dem Dachbalkon, was auch immer. Wow! So, ja, ja, das hast du dir so gedacht. Lass mich doch nicht verarschen. So. Ich höre noch eine Flasche. Na, Moment. Zack, zack, so. Nicht, dass die noch lebendig werden. Was mache ich denn hier schon wieder für eine Scheiße? Mensch, Sly, das war jetzt aber nicht notwendig. Das war noch nicht geplant. Oh, Trottel. Warum bist du da jetzt runtergefallen, du Mongo? Was war das denn? Scheibenkleister. Rauf mit dir, verdammt. Sorry, das wollte ich jetzt echt nicht. Habe ich irgendwie den Sprung versemmelt. Du sollst dich doch hier festhalten, du Idiot. Mann. Gibt's ja nicht. So, ach, von hier käme ich dann... Bringt aber gar nichts, ist eh zu. So. Alter, habe ich jetzt einen Schreck gekriegt. Da voll runtergesehen, natürlich dem Geier voll vor die Füße. Ist klar. Aber hier geht's ganz schön weit nach oben. Ach, da hinten ist dieser blöde Turm. Na, schon wieder. Ah, man, das Hick im Slime, was machst du? Der kann sich auch überhaupt nicht festhalten. Was ist los? Der baut hier auch über diese dämliche Scheiß-Dachschrägen ein. Was soll denn der Quatsch? Voll dumm. Dumme Architektur, ja? Jetzt schieben wir mal der Architektur die Schuld in die Schuhe und nicht uns selber. Der Architekt war schuld, der hat das Dach zu schräg gebaut, da rutscht man ja ab. Ah, so, Penner. Kommt da vorne, ich wollte doch hier diese Flasche haben, verdammt. Ich drück doch immer brav die Kreistaste, aber manchmal geht's einfach nicht. So, was ist jetzt hier oben los? Gar nichts. Dann bin ich auch auf der völlig falschen Seite, aber die Flaschen wollte ich ja sowieso alle haben.
So, warte mal, komm ich... Okay, Moment. Zack. Und stirb. So, das Hund ist wieder voll. Die Fässer, die... Nee. Die werden es sicher alle explodieren. Also schade, ich dachte, hier gibt es noch weiter rauf. Nee, doch nicht. Ich höre hier eine Flasche und da ist sie auch. So, 16 von 30. Ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte. Da ist noch eine. Ich höre sogar noch eine andere. Oder ist das die da um, die ich höre? Nee, das ist die hier unten, die ich gehört habe. So, Nummer 17. Ah, verdammt. Ah, Moment, hier ist aber auch noch eine. 18. Dann hier haben wir die 19. Und wenn ich Glück habe, finde ich vielleicht sogar auch noch irgendwo hier die Nummer 20. Weil ich sie nämlich hier immer noch klimpern höre. Bestimmt irgendwo da oben drauf. Also hier geht es irgendwie schneller. Oder kommt mir das jetzt nicht so vor mit den Flaschen sammeln? Wie kommt es so vor, als würde ich hier schneller alle 30 zusammen bekommen? Aber das muss ja wie gesagt nichts bedeuten. So, sehen wir, da ist auch noch eine. 20. Da ist auch noch eine. Nummer 21. Supi. Klappt ja wie am Schnürchen. Nur das mit dem Abschnitzen, das müssen wir noch üben, Sly. Ja, hier, ich finde, da rutscht man voll leicht ab. Wenn man da zu nah am Rand steht, dann... nicht gut. Keine gute Idee. Moment, ich höre nochmal was klimpern. Ich finde es ja, so, ja wenigstens praktisch, wenn uns schon nicht gezeigt wird, wo sie sind. Ach, da ist sie. Im ersten Teil wurde mir dann irgendwann später immer wieder gezeigt, wo Flaschen in einem Level sind und hier nicht, aber dafür machen sie hier ein Geräusch. Hm? Hört man ja. Zack, Nummer 22. Okay. So, da ist dieser blöde Turm. Ich hab noch Zeit, mal kurz auf die Uhr gucken, checken. Na, Leute, eigentlich nicht mehr so wirklich. Hab nicht mehr so wirklich viel Zeit eingeplant. Also, boah, hoffentlich geht sich der Schwung jetzt hier aus. Ja, geht sich aus. Wir können ja einen Doppelsprung, ja kein Problem hier. Sind ja nicht umsonst ein Meisterdieb. Jetzt hoffentlich den Tisch zerstört. Diesen Tisch finde ich furchtbar, der passt hier nicht rein. Gefällt mir gar nicht. So, da haben wir auch noch eine Bottle. Und die 23. Und du gehst mal sterben. Zack, so. Na, schon wieder 282 Münzen, aber die anderen zwei Upgrades sind ja ganz schön teuer. Aber eigentlich ja sogar drei, weil das eine für Bentley habe ich ja noch gar nicht gekauft. Da ist auch noch eine Flasche. Momentchen mal, wie kriege ich die? Muss ich ja auch irgendwie rankommen. Aber ich denke mal auch immer für so einen Level-Designer ist es vielleicht auch nicht immer einfach gewesen, sich zu überlegen, ja wo verstecke ich denn jetzt die Flaschen? Irgendeiner war ja dafür sicher zuständig, als sie das Spiel programmiert haben, wird es irgendeinen Typen gegeben haben, genauso wie im ersten Teil, der sich dann gedacht haben muss, ja, da könntest du eine Flasche verstecken, das ist ein gutes Versteck und da tust du noch eine hin. Also, das war vielleicht nicht immer einfach oder er hat es einfach total random gemacht, so wie er halt gerade lustig war. Mir fehlen jetzt nur noch mehr 6 Flaschen, also da bin ich jetzt im Moment echt zufrieden mit dieser Bilanz. Ich glaube, es wäre trotzdem jetzt schlau, den Part mal zu beenden. Die anderen Flaschen suche ich dann sowieso später. Ich bin ja noch nicht mal überall gewesen. Es kann auch durchaus sein, dass da unten noch die eine oder andere Flasche ist. Bei dem Wasser da. Eine habe ich zumindest über den Weg gefunden. So, da oben ist noch ein Kunstgegenstand. Vielleicht kann ich mir den noch schnappen. Das wäre nicht schlecht. Dann kriege ich nämlich noch ein bisschen extra Money. Und zack. Und halt die Schnauze. So. Wie komme ich da überhaupt ran an dieses Ding? Ich kann hier nirgendwo hochklettern.
tschüss. So, da kommt ein Panzer. Nicht so cool. Muss doch hier irgendwo rauf können. Das funkelt doch so schön. Das will ich haben. Glitzer, Glitzer und so weiter, ne? So viel vielleicht über die Lampen? Ah, nee. Die geht ja auch nicht. Nee. Warum geht denn das nicht? Warum kommt... Ja, klar. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ah! Arschloch! Ah, verdammt nochmal! Warum kann der überhaupt so komisch schießen? Der hat eine Armbrust am Fuß. Sieht immer aus, als würde er einen Laser abschießen hier. Ich komme ja leider auch immer wieder neue nach. Nee, sorry, Leute. Ich glaube, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da raufkommen soll. Wieso geht denn das nicht? Hier oben. Das ist eine richtig schöne Kristallvase. Und ich komme da einfach nicht hin. Das geht einfach nicht. Von da oben? Es gibt ja auch keinen Weg nach oben. Hier führt ja auch nichts rüber. Nirgendwo eine Möglichkeit zum Hochklettern. Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen komisch. Aber komisch im Sinne von seltsam. Nicht im Sinne von, dass ich lachen könnte. Weil witzig finde ich es überhaupt nicht. Ach, da leck mich doch am Arsch. Nö, dann sorry. So, ich glaube, Panzer greifen mich aber sowieso sicher beide Farben an. Habe ich jetzt gerade noch eine Flasche hier wo gehört? Hier oben? Nö. Egal. Nö, dann ab ins Versteck. Bin ich wenigstens in Sicherheit. Ach so, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, Leute. Scheiße, geht nicht. Hier steht's ja. Warnung, wenn du diesen Durchgang benutzt, brichst du deinen aktuellen Auftrag ab. Dann bist du scheiße. Ach komm, dann gehen wir wenigstens noch in die Tour. Vielleicht kann ich da irgendwie zwischenspeichern. Ich würde es wirklich gerne paar beenden. Von der Länge her ist es fast schon etwas zu lang. Ich weiß nicht. So. Wie gesagt, bei den Blaulichtpanzern bin ich mir nicht sicher, ob die mich nicht eh auch angreifen. Wie zur Hölle komme ich denn überhaupt zu diesem scheiß Turm hin? Das macht mich richtig aggressiv. Ich komme da ja gar nicht hin. Das ist doch voll scheiße jetzt. Ich müsste doch da irgendwie hinkommen, da oben. Holy moly. So, hier gehen wir mal von Bord. Das kann doch nicht sein. Ich müsste doch hier irgendwie raufkommen. Und zwar komplett rauf. Ja, ich hab doch nicht geglaubt, dass der mich jetzt entdeckt. Sicher nicht! Ah, hier geht's noch rauf. Na, komm schon. Festhalten. Hä? Ist das jetzt hier oder... Kennt sich keine so aus. Wo ist denn jetzt dieser Turm, ey? Das kann doch jetzt nicht sein. Wo ist denn das? Hallo? Türmchen, wo bist du? Erkenne den Pfeilen, der betritt den Turm. Ja, wo denn jetzt? Da oben! Oh, scheiß, die Wand an. Hier muss ich ja noch so viel höher. Das geht ja gar nicht. Geht's hier nicht noch weiter rauf? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich kapiere es nicht. Muss doch irgendwie gehen. Anscheinend von ganz woanders. Na, hier zum Beispiel. Schabadoin. Jetzt bin ich hier oben. Kann dem Typen noch was klauen. Und zwar eine silberne Medaille. Und jetzt kannst du auch gerne schmerzhaft sterben. Zack. Ja, da. Ne, also, pff. Dann muss ja irgendwie möglich sein, dass ich jetzt hier rauf kann. Eine Flasche höre ich hier auch. Er ist von innen verriegelt. Versuch dir den Weg herum zum Fenster des Turms zu bahnen. Das ist aber eine ganz schön kleine Tür. Irgendwie kommt mir ziemlich klein vor. So, und bitte halt dich fest. Ja, super. Na geht doch. Was war denn das dann vorhin für eine komische Scheißaktion? So, und hier... Was? Ist denn jetzt... Achso, da ist die Flasche. Mensch. Ja, und natürlich... Ey, jetzt leck mich am Arsch, du Blöder. Was sollte das denn jetzt? Ich sage, das Spiel ist so scheiße.
in der Hinsicht? Warum? Ich wollte doch nur die Flasche haben. Welcher Depp hat die denn da hingestellt? Meine Fresse, ich will doch nur den Part beenden, aber ich will, dass es vorher speichert. Wenn ich jetzt mittendrin aufhöre, das ist doch blöd. Das kann ich nicht machen. Ah, das geht ja nicht. So. Jetzt ist der eine schon wieder da, aber egal. So, komm. Ist mir scheißegal, ob ich den Part jetzt dadurch ein bisschen überziehe. Tut mir leid, aber ich habe wenigstens schon... Mir fehlen nur noch mal 5 Flaschen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, komm. Sly, schwing dein Ding. Die hätten die auch ruhig auf die Spitze des Tums tun können, die Flasche. Aber nö. Spacken, ey. So, hier. Bentley, hier oben sind nicht nur Clockworks Augen. Warum tun Sie das? Nila hat mich getäuscht. Ich bin ein ehrlicher Cop. Natürlich, ich habe Ihr psychologisches Profil gelesen. Ich weiß, dass Sie aufrichtig sind. Warum tun Sie mir das an? Nun, Süße, weil Sie so aufrichtig sind. Auf der Jagd nach Sly Cooper haben Sie zu viel über die Claw Gang und Ihr Spice-Unternehmen herausgefunden. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor Sie herausfinden würden, dass ich geheimes Mitglied war. Als Nila mir die Gelegenheit gab, Sie einzusperren, griff ich zu. Sie sind eine Schande für Interpol. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich Sie vernichtet habe. Oh, ich muss Ihnen sagen, dass Sie schon bald friedlich ruhen werden. Sobald ich Clockworks Augen in dieses Gerät eingebaut habe, werden Sie ruhen, wann immer ich es Ihnen sage. Ich mache Ihnen die Gehirnwäsche nicht leicht. Stimmt, es wird weder leicht noch schmerzlos. Aber ich werde Ihr Hirn umprogrammieren. Und nicht ich, sondern Sie werden von Interpol verhaftet werden. Nun entspannen Sie sich. Gehen Sie zu einem schönen Ort und bleiben Sie dort für immer. Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Mach ein paar Fotos und verschwinde. Nein, ich muss Carmelita helfen. Sie ist in Schwierigkeiten. Du kannst jetzt nichts tun. Mach die Aufklärungsfotos und komm zurück zum Unterschlupf. Ich schwöre dir, wir finden einen Weg, ihr zu helfen. Okay, das mache ich jetzt nur schnell. Ich mache jetzt nur für Fotos, dann haue ich ab und dann müsste aber wirklich das Spiel speichern. Dann müsste ich ja die Mission fertig haben. Alter, der hat die hier also eingesperrt. Ich habe mich schon gewundert, warum mit dem letzten Part nicht gefunden haben, was in der letzten Episode. So, alter Computer, Clockworks Augen, Carmelita und Schattenwache müssen wir fotografieren. Interessant. Inspektor Fox wird in einem alten IronTag 2/50 festgehalten. Simpel, aber effektiv. Clockworks Augen werden offenbar von der Kontrollkonsole gesteuert. Mach ein Foto von der Konsole, damit ich das Modell entziffern kann. Das sind die Elite-Schattenwachen der Comtesse. Knallhart beschreibt diese Typen nur im Ansatz. Das ist ein Psychoquirl. Ich hatte gedacht, dass es sie nicht gibt. Aus Wissenschaft und schwarzer Magie hergestellt. Unzerstörbar durch konventionelle Waffen. Verbunden sein. Wir müssen es irgendwie online kriegen. Okay, komm zurück zum Unterschlupf. Wir stellen zusammen einen Plan auf. Ja.
Der Krieg zwischen Nila und der Comtesse hat das Schloss in Alarmbereitschaft versetzt. Um Clockwerks Augen zu bekommen, müssen wir diesen Konflikt ein klein wenig zu unserem Vorteil manipulieren. Hier ist der Plan. Murray, schleich dich ins Schloss und entführe den Chef des Sicherheitsdienstes. Ich will ihm ein paar Fragen stellen. Währenddessen werden Sly und ich ein wenig übersinnlich. Ich schlüpfe in die Krypten unter dem Schloss und baue eine Bombe aus bösem Mojo. Damit müssten wir den Psycho-Quirl zerstören können. Sly, du schnappst dir vor Ort ein paar Geister und wirfst sie in Nilas Hauptquartier. Hoffentlich inspiriert sie die Nahtoderfahrung, weitere Söldner anzuheuern. Wir alle haben unsere Aufgaben. Viel Glück. Na endlich. So Leute, jetzt ist aber hier wirklich Schicht im Schacht. Der Part ist vorbei. Sorry für eine eventuelle Überlänge. Aber es hat jetzt doch ein bisschen gedauert, bis ich hier wieder speichern durfte und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat jetzt im nächsten Part jeder was zu tun. Mal sehen, mit wem ich da anfangen werde. Werde ich dann ganz spontan entscheiden. Also, danke fürs Zusehen und wieder bis zum nächsten Mal bei Sly 2 Band of Thieves. Ciao!